Liebe Leute, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind live auf Twitch. Für YouTube zeichne ich auf mit Old World, ein Weltwunder gebaut. Hier oben wollen wir gleich angreifen. Die Gallier das Nest hier ausnehmen. Und wir brauchen bald auch schon einen weiteren Siedler, denn da oben hin geht's weiter. Für einen Siedler haben wir auf Vorrat hier stehen. Wo ist denn unser Siedler? Da hinten steht er, alles klar. Den müssen wir demnächst mal raufbringen. Wenn wir hier gleich einen neuen Siedler bauen, das würde hier am schnellsten gehen, wäre der fertig in nur 4 Jahren. Das geht ruckzuck. Eine Runde weiter, bitte. Wir haben 7 Siegpunkte, Karthago hat 3. 2 Mal bekommen durch ein Weltwunder. Hier ziehen die Karthager und die Thraker hin und her. Außerdem sind wir die Weltmeister des Landes. Die Gallier ziehen raus, greifen uns an. In der Nähe von Wolkenweiden findet ein Stammesüberfall statt, der von einem Außenposten des Kythen ausgeht. Das ist ein Spielfeature. Alle x Runden startet ein Außenposten von irgendwelchen Stämmen einen Überfall. Und dann ziehen die zum Nix, zu irgendeiner großen Fraktion hin, mit dem die entweder Krieg haben oder einen Waffenstillstand und versuchen da zu raiden. Ja? Räuber stehen mit allen Nationen im Spiel, also nicht nur mit denen, die angegriffen werden. Und wenn Stämme eine Stammesallianz haben, man kann mit einem Stamm immer eine Stammesallianz haben, die würden sowas nicht machen. Eine zufällige Anzahl der Einheiten des Stammes wird in Räuber umgewandelt, die nächste Stadt wird angegriffen. Das muss nicht Wolkenweiden sein, das könnte auch eine andere Stadt sein. Wir müssen uns das gleiche anschauen. Wenn es Wolkenweiden wäre, dann doof, denn das ist die Stadt ganz im Süden, die ganz weit weg ist von allen unserem Militär. König Kyros hat seinen Prinzen, seinen Sohnesmann unterrichtet, hat seine Weisheit verbessert, das ist sehr schön. Der hatte nämlich ein Problem bei der Weisheit. Jetzt schauen wir mal. Ah, das könnte eines dieser Dörfer sein. Dann würden die doch zu uns rüberziehen. Wir gucken mal, ob wir uns das Event anzeigen lassen können, wo das ist. Wir wissen nicht, wo das ist. Also, es kann auch von einem Dorf kommen, das vielleicht sogar hier unten liegt. Das Problem ist, wir haben hier kein Militär. Wir sollten echt welches bauen. Ich habe eigentlich keinen Bock, von oben jetzt alle Truppen runterzuziehen. Das kostet uns Aktionspunkte ohne Ende. Also, wir kommen nicht drum umhin. Wir müssen hier eine Einheit bauen. Man könnte auch einen Milizsoldaten bauen. Und den Milizsoldaten könnte man aber nicht befördern. Also nicht umwandeln in eine höhere stufige Einheit. Das ist Quatsch. Eine Militäreinheit würde relativ lange dauern. Die kann man auch nicht beschleunigen. Wir haben immerhin 9 Ausbildungspunkte hier. Komm, lass uns das machen. Wir bauen hier einen Krieger oder einen Schleuderer. Also wenn das Raider sind, des Kythen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Briten sind. Dann sollten wir eigentlich einen Speerkämpfer produzieren. Der braucht 9 Runden. Ein Krieger braucht 7. Wir könnten auch einen Krieger machen und ihn nachher gegen Ressourcen umwandeln in einen Speerkämpfer. Beschleunigen können wir noch nichts. Wenn wir einen beschleunigen, können wir beschleunigen. Gegen 290 Stadtkapital, der wird dann nächste Runde schon da. Und gegen einmalig 16 Unzufriedenheit. Das ist nicht viel. Und das Stadtkapital haben wir. Das wird aus dem Pool genommen. Dann könnten wir sogar einen Speerkämpfer beschleunigen. Da müssen wir nur das Holz kaufen. Ich glaube, das ist klüger. Ja? Machen wir das? Die Skythen haben, glaube ich, die Raider müssten eigentlich berittene Einheiten sein. Sascha, Sheldrak, Abo verschenkt an Mythio. Vielen Dank an Sascha. Lass uns das machen. Wir kaufen einmal das Holz dafür ein. Mit Alt-Taste gedrückt halten, kostet uns 38 Gold. Und beschleunigen ihn einmalig. Nächste Runde ist er dann da. Abzuwarten und in 1-2 Runden später es zu beschleunigen, bringt gar nichts. Weil das kostet dieselben Mengen. Die Baukosten werden nicht geringer und die Einheit ist immer nächste Runde da. Nächste Runde ist er da. Und das ist eigentlich dann eine kluge Sache, diese Beschleunigung zu machen. Die hatten wir am Anfang, konnten wir die noch nicht machen. Die wurde freigeschaltet durch eine Forschung. Das ist eine kluge Sache, solche Beschleunigungen durchzuführen in Städten, die Produktion schwach sind.
weil die produktionsstarken Städte, die können auch problemlos selber Einheiten erzeugen. Außerdem gibt es ja immer eine Runde Minimum, die das dauert im Bau. Und deshalb, wenn das jetzt in 2-3 Runden auch so ginge, würden wir das nicht machen. Ja? Der eine Speerkämpfer sollte das eigentlich gegen die Raider im Alleingang schaffen, ohne Scheiß. Vor allem, wenn wir ihm vielleicht noch einen General geben. Da ist der Arbeiter fertig geworden in Bulbatana. Wir könnten ja noch eine Militäreinheit produzieren. Wir gucken mal. In einer Runde ist hier vorne die Garnison fertig. Wenn die Garnison fertig ist, können wir hier, ich glaube, noch keine Offiziere einstellen. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das kommt später erst. Wir haben hier relativ viele Militärpunkte. Ich würde hier einen Krieger herstellen. Dann haben wir eine vierte Militäreinheit, dann müssen wir uns vor den Galliern und den Barbaren nicht so ängstigen. Ja, einmal 50 Eisen, mittlerweile haben wir Eisen auf Vorrat uns geholt. Ein schneller Krieger hier hin. Wir haben extrem schnelles Wachstum hier. Warum geht der Arbeiter denn hier so schnell? Innerhalb von nur 2 Runden? Keine Ahnung. Irres Tempo. Aber ich würde erstmal das so rum machen. Vierte Militäreinheit. Wir haben nicht viele Städte, die es schaffen. Jetzt wollen wir hier vorne angreifen. Wir ziehen aber wie immer. Begrüßt mal ganz freundlich die Raider, die gerade hier reinkommen. Bitte einmal die Raider ganz freundlich begrüßen hier. Die gerade reinkommen. Lieben Dank an euch. Liebe Grüße an die Raider von Vlesk. Ein Shoutout bitte für Vlesk. Shoutout, wenn ich drum bitten dürfte. Was habt ihr gespielt? Erzählt mal. Hi, Vlesk. Ganz liebe Grüße. Boah, wie viele Leute reinkommen hier. Ja, da ist das Shoutout. Und erzählt mal Among Us. Das ist ja ein Riesenunterschied zu dem, was ich hier mache. Among Us ist eher Partyspiel und das hier ist eher ein Partyspiel, bei dem die Party aus Truppen besteht und aus Wissenschaftlern und Verwaltungsangestellten und so. Liebe Grüße an euch. Vlesk selber ist, glaube ich, nicht mitgekommen, ne? Ich glaube nicht. Ich erzähle euch mal ganz kurz, was wir hier machen und erzählt mal bitte gerne was, was ihr sonst noch so macht auf dem Kanal. Wir spielen Old World. Danke an The Only Wing. Old World ist so eine Art Civilization in der Antike. Vielleicht sagt euch Civ was. Civilization. Dieses Spiel, wo man die Menschheitsgeschichte im Rundentakt nachspielt. Von der Steinzeit oder von der Antike bis in die nahe Zukunft führt. Und das hier, das Spiel Old World, ist von einem kleinen Entwicklerstudio aus den USA, von Mohawk Games und von dem Publisher Hooded Horse. Und das transportiert die Spielprinzipien in die Antike. Also wir haben nur eine große Epoche, nur die Antike, die verlassen wir auch nicht, auch wenn wir ein bisschen Forschung haben innerhalb des Zeitalters. Und hallo Black Panther, danke, Abo verschenkt an Vlesk, da bist du ja, liebe Grüße an dich. Lurkst hier gerne rein? War ich bei dir schon mal? Ich glaube nicht, ne? Ja, du hast sicher lange gestreamt, gönn dir den Feierabend. Und wir haben, was wollte ich denn noch erzählen, was wollte ich euch noch erzählen, genau, Old World, eine Art Civilization in der Antike und wir führen die Perser hier an auf einer Zufallskarte, die so in etwa den Nahen Osten nachbildet, wir sind relativ früh noch in der Partie, das ist ein echt cooles Spiel, Atmosphäre satt, man hat echt das Gefühl, man ist in der Antike drin und gerade seid ihr oben drin bei einem Kampf. Das sind unsere drei Städte, Bulbatana, Bolopolis und Wolkenweiden. Unser König heißt Kyros und sein Sohnemann heißt Kyros Junior und unsere beiden Schleuderschützen und der Krieger greifen die Gallier an, die sind irgendwie neben uns. Wir wollen diesen Stadtstandort einnehmen, um danach unseren Siedler aus der Hauptstadt Bolopolis aus rauszuziehen und da eine vierte Stadt zu gründen. Ja? Stronghold kenne ich, klar, natürlich. Ob der Sohn schon 18 ist, damit wir den verheiraten könnten? Nee, dann hätten wir mittlerweile eine Meldung bekommen. Also sobald er 18 ist, der S17, kommt automatisch eine Meldung rein. Nee, nee.
Wir führen hier oben die Angriffe durch. Für schauen wir aber, denn das entscheidende Spielmerkmal hier ist die Befehlsrate. Das sind die Aktionspunkte pro Runde. Ein Jahr ist eine Runde und die Aktionspunkte, sie gelten für alles im Spiel. Für diplomatische Aktionen, für jede Einheit, die zieht, für jede Einheit, die irgendwie was unternimmt, die eine Geländemodernisierung baut. Und wenn wir viele Einheiten haben im Spiel, kann es irgendwann passieren, dass die Befehlspunkte nicht ausreichen. Im Augenblick haben wir das halbwegs vernünftig gebalanced. Hier oben führen wir einen Krieg durch. Bevor ich mir überlege, welche Aktion wir hier durchführen, checken wir erstmal, ob unsere zivilen Einheiten, die gel auf Geländefeldern Gebäude bauen und die eventuell noch einen Aktionspunkt brauchen, um eine schöne Modernisierung zu bauen. Denn das hat für mich immer Priorität, damit wir wirtschaftlich vorankommen. Ohne gute Wirtschaft kein erfolgreicher Krieg hier. Ja, es hat große Merkmale von Aufbaustrategiespielen, obwohl es Tom eigentlich kein Aufbaustrategiespiel ist, aber auf jeden Fall ist das ein richtiger Hinweis. Wir haben zwei Arbeiter, die noch Aktionspunkte haben. Dieser Arbeiter und der hier oben. Fangen wir mit ihm hier unten an. Und hier wollten wir einmal roden, einmal 20 Holz holen hier. Das kostet uns einen Aktionspunkt und darauf dann eine Mine setzen, die uns hier jede Runde 8,5 Eisen geben wird. Etwas mehr, als man sonst bekäme, weil hier mehrere Minen nebenan entstehen werden. Die Ressourcen im Spiel seht ihr oben. Das ist Gold, das ist Nahrung, das ist Eisen, Steine und Holz. Dann gibt es noch virtuelle Ressourcen im Spiel. Das ist ganz oben zu sehen. Forschung, Stadtkapital, Ausbildungspunkte. Stadtkapital braucht man für politische Aktionen, Ausbildung für militärische. Und später im Spiel gibt es noch Luxusgüter, noch haben wir keins. Und dann gibt es noch lokale Ressourcen, die nur innerhalb einer einzelnen Stadt sind, zum Beispiel Wachstum. Durch Wachstum entstehen neue Bürger in einer Stadt. Wir sind mittlerweile abergläubisch, also Prinz Kyros ist abergläubisch, genau. Dann haben wir noch einen weiteren Handwerker. Der hier, der kann noch eine Aktion durchführen. Und wir schauen mal, was wir mit dem anstellen. Wir brauchen immer jede Menge Steine. Mit Steinen, na, Unmengen an Steinen braucht man, um zum Beispiel Weltwunder zu bauen oder um städtische Erweiterungen zu bauen, Verwaltungsgebäude, Militärgebäude. Außerdem haben wir, wenn ihr rechts unten mal hinschauen wollt, uns eine Ambition, ein Ziel gesetzt. Wenn wir sechs städtische Erweiterungen kontrollieren, bekommen wir einen Siegpunkt verliehen. Wenn man 10 Ambitionssiegpunkte hat, hat man eine Partie gewonnen. Danke an André fürs erste Abo. Blumen aus dem Chat für André. André ist neu bei uns. Hallo André. Was ich jetzt hier machen möchte, ich würde gerne hier rüber gehen. Hier hätten wir zwei Bergfelder nebenan. Das wäre super gut geeignet, um hier einen Steinbruch zu bauen. Der wird extrem davon profitieren und Steine kann man nie genug haben. Ja, wir ziehen einmal hier vorne hin. Zwei Steine daneben. Einmal muss man eine Aktion ausgeben, um die Wälder zu fällen. Eine Aktion wird die Felder danach roden, dann ist kein Holz mehr da. Oder man baut hier eine Mine. Dann sind diese beiden Aktionen automatisch durchgeführt, kosten allerdings auch extra Aktionen, machen wir jetzt. Jetzt haben wir noch 14 und alle Handwerker haben gezogen. Jetzt ziehen wir hier vorne hin. Mit denen können wir nicht heilen. Heilen kann man nur im eigenen Territorium. Es sei denn, eine Einheit hat eine Generälin, die darauf spezialisiert ist, dass sie auch außerhalb unserer Kulturgrenzen den Einheiten das Heilen erlaubt. Heilen führt einer Einheit 5 Lebenspunkte hinzu. Diese Generälin könnte das machen hier. Schaut mal hier oben, das wäre möglich. Aber ich würde eigentlich gerne, wir stehen ja relativ günstig, den erstmal aus dem Spiel nehmen hier vorne, den Kollegen. Das sind wahrscheinlich die letzten Einheiten, die die Gallier innerhalb dieser Siedlung haben. Die Gallier sind kein großer Konkurrent, sondern ein kleiner Stamm, der mehrere Standorte von Städten besetzt hält und selber keine Partie gewinnen kann, aber einem Ärger bereiten kann. Und wenn ihr seht, was im Tooltip oberhalb des Dorfes steht oder unterhalb des Dorfes steht, da steht, in 4 Runden würde, zweitletzte Zeile, die nächste Einheit hier spawnen. Das heißt, wir sollten versuchen, innerhalb von 4 Runden oder von 3 Runden das Dorf klein zu kriegen, damit keine weitere Einheit entsteht. Und das ist gar nicht so einfach, weil die Stadt auch eine Palisade hat und dadurch defensiv stärker ist. Ja, das ist ja nicht ganz so wie die Barbaren in Civ Composter.
das hier, das sind eher die Barbaren in Ziv. Das ist kein eigener Stamm mit dem Namen, sondern das sind die richtigen Barbaren hier. Eine Fernkampfeinheit, in 6 Runden hier ein Krieger. Wir könnten uns sogar überlegen, ob wir den Krieger beschleunigen im Bau, damit er schneller geht. Dann, ich blende mich, nee, das könnt ihr auch so sehen. Nee, das geht nicht. Die Stadt müsste erst eine höhere Kulturstufe haben, damit wir den Krieger innerhalb von nur einer Runde hätten. Wir greifen jetzt zweimal an. Denn von hier, die Einheit, die hier steht, hat eine spezielle Beförderung. 50% mehr Angriffsstärke von Wäldern aus. Eigentlich haben Fernkampfeinheiten mit dieser Schleuderer einen hohen Malus im Fernkampf. Je weiter weg ist man von der Einheit, weiter weg steht von der Einheit. Aber wenn ihr mal seht, wenn wir uns direkt neben den stellen, dann würden wir 7 Trefferpunkte oben abziehen. Seht ihr in der Vorschau. Wenn wir stehen bleiben und angreifen, auch 5. Kaum Unterschied. Bleiben hier stehen, sparen Aktionspunkte, greifen einmal an. Sehr schön. Mit der Einheit ziehen wir direkt daneben, ziehen nochmal 9 Punkte ab. Es kommt eines der vielen Events, die es im Spiel gibt. Die Generalin unserer Schleuderschützen gilt als Fanatikerin. Sie hat gerade Schaum vor Mund und versucht, ihn sich abzuwischen. Die Truppen von Sura geben nicht nach, egal wie oft sie angegriffen werden, angefeuert durch die Schlachtrufe der Oligarchen. Kämpft weiter, Männer, kämpft weiter! Wenn ihr es wagt zu überleben, bin ich der Erste, der euch tötet. Angefeuert durch ihre Schlachtrufe kämpfen sie mit vollem Einsatz über die Grenzen des normalerweise Möglichen hinaus. Ihre Hartnäckigkeit sollte sie alle inspirieren und bedeutet für uns, dass unser König, König Kyros, extra XP bekommt. Das heißt, die Erfahrungspunkte bekommt nicht etwa die Generälin vor Ort, sondern der Herrscher. Ich bekomme mehr Erfahrung, weil meine Oligarchin eine Fanatikerin ist und die Leute niedermetzelt. So muss es sein im Leben. Der Boss bekommt die Erfahrung, nicht die Angestellte. Echt, ihr lernt mir was fürs Leben. Und ein paar Lebenspunkte sind noch hier. Einmal mit dem Nahkämpfer vor. Danke fürs Abo verschenken. An wen auch immer. An Flo. Danke dir. Jetzt hier vorne einmal attackieren. Und ihr seht am Totenkopf-Symbol, das klappt. Und jetzt könnte das. Wir wissen es nicht genau. Es könnte die letzte Einheit sein, die die Gallier hier zur Verteidigung des Dorfes zurückbehalten. Wir müssen allerdings auch die Palisade zu überwinden. Mal schauen, ob das klappt hier. Dann, mit welchen Einheiten können wir noch ziehen? Das ist ein Scout mit den beiden Scouts. Wir haben noch 9 Aktionspunkte. Lass uns mal schauen, ob wir eine diplomatische Aktion noch machen können. Nee, wir haben nicht mehr viel Stadtkapital. Ich will das Stadtkapital lieber zurückbehalten, um eventuell noch ein paar Militäreinheiten zu beschleunigen in dieser Spielphase. Man kann mit Stadtkapital zum Beispiel auch diplomatische Aktionen durchführen, wie Leute bezirzen, dass sie den König cooler finden. Oh, König Kyros, der Erleuchtete, ist mittlerweile 55 Jahre schon alt, nicht mehr der Neueste und Jüngste und trägt ein graues Bärtlein hier. Wir können... Ah, er hat ja ein uneheliches Kind seit kurzem. Ein Bastard, Astar, hier vorne. Wir könnten sie legitimieren. Er verliert dann an Legitimität. Und sie bekommt dann die Eigenschaft legitimiert. Hat viel Einsehen, wir genießen dann viel Ansehen ihm gegenüber. Die Frage ist nur, was haben wir denn davon für einen Vorteil? Also was nützt uns das? Die Erbfolge wird nicht verändert. Wir haben, glaube ich, als Gesetz bei der Erbfolge eingestellt. Das ist unser Erbfolgegesetz. Das älteste Kind erbt. Das ist sie eh nicht. Wir könnten sie vielleicht ausbilden und später irgendwie einsetzen für was auch immer. Ne? Ausbilden, nachher aus ihr eine Generalin machen oder so. Dafür müssten wir dafür irgendwelche Punkte. Wir müssten nur 2 Aktionspunkte ausgeben. Machen wir. Gute Idee von Poel. Machen wir. Vielleicht haben wir Glück und sie wird später als
Richtig coole hier. Da ist die. Mal gucken, wie meine Frau darauf reagiert in der nächsten Runde. Jetzt haben wir noch 7 Aktionspunkte. Werden dem und dem können wir rumziehen. Hier schauen wir mal, ob wichtige Felder sind, in denen wir wichtige Ressourcen ernten. Was noch? Mach nochmal der Shortcut, dass einem die Ressourcen angezeigt werden. Es gab einen Shortcut, dass einem die Bonusressourcen markiert werden. Könnt ihr mir den mal kurz nennen? Ich habe den vergessen. Ein Shortcut, dass der highlightet, wie die, dass man die Bonusressourcen schneller sieht. M. Danke. M wie Monusressourcen. Danke. Das hätte ich mir denken können. Hier haben wir aber kürzlich schon uns was geholt. Die sind alle langweilig. Hier unten gibt es etwas Einfluss. Da gibt es ein bisschen Einfluss. Einfluss finde ich cool. Wir ziehen mal runter und sammeln Einfluss. Einmal die Nahrung ist mir eigentlich egal. Hier mal runterziehen, bitte. Also das Kundschafter können auf Bonusressourcen draufgehen und die plündern. Plündern heißt nicht, dass die die zerstören. Die holen sich einmalig Sondererträge von denen und nach ein paar Runden kann man das dann erneut machen. Wer sammelt den Weihrauch, bekommt 15 Kultur. Das ist wichtig für die nächstgelegene Stadt. Das ist Bulbatana. Das ist deshalb wichtig, weil die Familie, das gelbe Symbol hier, die Familie, die Bultana regiert, die Familie der Sassaniden, die Eigenschaft hat, dass sie Religionen begründen kann, auch ohne wenn die sonstigen Voraussetzungen, die dafür nötig wären, schon da sind. Und Religionen gründen im Spiel ist cool. Deshalb will ich, dass Bulbatana möglichst schnell so viel Einfluss hat, dass die Stadt nicht mehr als unbedeutend gilt, sondern als aufblühend. Dann könnten wir das nämlich machen dort. Einmal bitte Weihrauch sammeln. Keine Aktionspunkte mehr, 2 bleiben übrig. Hier können wir ein bisschen, ja, diese Felder sind weit ab von der nächsten Stadt. Wegen des Entfernungsmalus gibt es ja nicht mehr viel zu sammeln. Also so langsam wird es auch mal höchste Eisenbahn, dass wir den Westen erkunden. Und ein paar Standorte für neue Städte noch finden. Wir ziehen mal zurück Richtung Westen. Einmal hier so quer durch, ja. Mit den Skythen verstehen wir uns doch gut. Da müssen wir keine Angst haben, dass sie uns den Krieg erklären. Alles gut. Dann ziehen wir hier einmal am Vulkan durch oder hier durch und Richtung Westen. Auch mit den Numidern verstehen wir uns, glaube ich, ganz passabel. Ja, nur mit den Gallien haben wir Krieg. Unsere Kundschafter stoßen auf eine Gruppe Soldaten aus Rom. Rom haben wir bislang noch gar nicht kennengelernt. Eine neue Fraktion im Spiel. Eine Gruppe Soldaten, die einen an Hand- und Fußgelenken gefesselten Mann auspeitschen. Die Krieger beschuldigen ihn, das Volk aufzuwiegeln, Mitglieder der Königsfamilie zu belauern und zu versuchen, in die Schatzkammern einzudringen. Das Opfer beteuert jedoch: Ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Die Römer drängen unsere Männer weiterzuziehen und euch gefälligst um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Erstens, wir haben die Römer kontaktiert. Mal schauen, wie die Römer uns gegenüber empfinden beim Erstkontakt. Es ist Königin Plautia von Rom, die noch nicht so richtig weiß, was sie uns gegenüber empfinden soll. Und was sollen wir machen? Wir können ihrem Rate Folge leisten, weiterziehen. Rom gibt uns 40 Jahre lang 40 mehr Ansehen, aber Obacht, das Ansehen ist gekoppelt an die Person des Herrschers, glaube ich, an Kyros. Ich glaube, das ist nicht gekoppelt an die Fraktion. Bitte kurz die Veteranen von Old World kurz reinschreiben, ob ich das richtig erkläre. Ich glaube, das gilt in Kopplung an unser Oberhaupt Kyros. Und wenn er nicht mehr lebt, ist der Bonus futsch, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Bitte kurz nicken, ob das stimmt oder nicht. Oder Kopfschütteln. Oder alternatives Event, wir gehen hier vorne hin und sagen, das geht nur, wenn er unser König majestätisch ist oder bedacht. Dann können wir sagen, die Römer davon überzeugen, ihn in unsere Obhut zu übergeben. Dann holen wir uns Mamercus in unsere Obhut. Wir bekommen einen neuen Charakter, der ein hohes, bei ihm genießt Kyros ein hohes Ansehen und wir machen ihn zum Mitglied unseres Hofes und gewinnen einen neuen Hofminister. Oder, ja, und zugleich, Königin Plautia von Rom hat aber dann
noch etwas gut bei uns. Und was bedeutet das im Detail? Einen kleinen Malus bei der Ansehen, beim Ansehen, aber ganz, ganz wenig. Also der Hofminister ist cool. Die Frage, wie alt ist, der ist erst 28. Er ist Redner. Wir können ihn zum Statthalter machen. Und ich glaube, ein Hofmitglied kann in jeder Stadt, egal welcher Familie sie gehört, egal welche Familie sie gegründet hat, Statthalter werden. Und jede Stadt hätte dann pro Kulturstufe, da wo der Statthalter ist, eine Zufriedenheit mehr pro Jahr. Das wäre cool. Schaut mal, er ist Redner und er ist vernarbt. Vernarbt bedeutet nicht etwa, er hatte Akne, sondern er hat mutig gekämpft und deshalb als Statthalter mehr Ausbildung. Das bedeutet, Militäreinheiten können vor Ort schneller produziert werden. Schaut euch mal dessen Eigenschaften an. 4 Karis. Oh, als Statthalter in einer Stadt 30% mehr Stadtkapital. Wir können in irrem Tempo Projekte durchführen und aus Bürgern Spezialisten machen. Der ist genial. Das ist ein No-Brainer. Und er könnte vielleicht sogar mein Groot the One im Chat, unsere illegitime Tochter, die mittlerweile legitim ist, ausbilden. Das machen wir. Ich bin fasziniert. Und schaut mal hier, hier sind rote Punkte. Das bedeutet eventuell, dass die Gallier hier unten, dass es gar nicht mehr ein gallisches Dorf ist, sondern mittlerweile. Oh, das, oder es ist vielleicht ein einzelnes kleines gallisches Dorf, das seit langem noch Widerstand leistet. Drumherum liegen Kleinbonum, Aquarium. Wie heißen nochmal die ganzen Dörfer in der Nähe von dem kleinischen gallischen Dorf? Das einzige, das letzte, das nur Widerstand leistet. Babaurum, Kleinbonum, Aquarium und ich gebe nichts um mein Gedächtnis rum. Wie heißt nochmal das vierte? Könnte auch sein.